Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, ja, wir müssen reden. Und zwar, eigentlich müssen wir gar nicht reden, aber ich will reden. Na? Und zwar über die Farben der Sächsischen Staatsbahn. Die Farben der Lokomotiven der Sächsischen Staatsbahn. Ja, da ist schon viel geschrieben und gestritten worden. Und ich kann es jetzt schon vorwegnehmen, auch wenn ich jetzt hier in dem Video einen tollen Spannungsbogen aufbauen könnte. Am Ende würdet ihr enttäuscht, denn unterm Strich weiß kein Mensch, wie diese Farben ausgesehen haben. Es gibt nur Gedankenmodelle, es gibt Berichte, es gibt Ideen dazu und das alles werden wir jetzt zumindest zum Teil in diesem Video mal diskutieren. Die erste von mehreren Literaturquellen haben wir hier und das ist Wolfgang Diener Anstrich und Bezeichnung von Lokomotiven. Wir haben hier drei Logos, also die DB können wir heute weglassen, das ist nicht das Thema. Die Deutsche Reichsbahn werden wir ganz kurz streifen und dann haben wir hier das preußische Logo drauf, was natürlich bedeutet, dass es in diesem Buch, wenn es um Länderbahn geht, hauptsächlich um die preußische Staatsbahn geht. Die anderen Länderbahnen werden da nur kurz erwähnt, unter anderem auch die Sächsische Staatsbahn. Das Buch versteht sich auch als Zusammenfassung aller Arbeiten, die da vorher zu den einzelnen Länderbahnen erschienen sind. Ja, streifen wir mal kurz die Deutsche Reichsbahn. Hier haben wir drei Lokomotiven, also die 02, die 44 und die 01, die also zu Zeiten ausgeliefert wurden, als es zwar schon beschlossene Sache war, dass Lokomotiven in Deutschland in Zukunft schwarz-rot lackiert werden, hier allerdings wahrscheinlich eine frühere Farbgebung Anwendung fand. Das sehen wir vor allem schön in dem unteren Bild bei der 01, dass hier also der Kessel deutlich heller ist als die Rauchkammer. Deshalb geht man davon aus, dass diese Lokomotiven, also die ersten Einheitslokomotiven, noch in der traditionellen preußischen Farbe ausgeliefert wurde, also schwarze Rauchkammer und braunes Fahrwerk und Kessel und Führerhaus in braun-grün. Allerdings gibt es eine Aufnahme aus den 50er Jahren, wo also ganz bestimmt nicht noch Länderbahn-Lokomotiven herumfuhren, wo also eine Schwarz-Weiß-Aufnahme ähnlich aussieht. Da ist es einfach so, dass die Rauchkammer zwar auch in Schwarz, aber mit einer anderen Farbe angestrichen wurde, die etwas hitzebeständiger ist und die natürlich dann im Schwarz-Weiß-Bild auch etwas anders aussieht. Also hundertprozentig sicher ist auch das nicht. Kommen wir zu den Sachsen. Hier hat er also angegeben, dass Wasserkästen, Führerhaus, Kesselbekleidung, Zylinderbekleidung in dunkelgrün gehalten sind, wobei sich hier offen bleibt, ne, dunkelgrün. Das können immer noch verschiedene Grüntöne, also mehr ins Blau, mehr ins Gelb, ne, also das oder ins Braun, das wird hier also nicht angegeben. Das ist auch so nicht überliefert. Die Rauchkammer, den Rauchkammermantel schwarz und Rahmen und Räder rotbraun. Zu dem Schwarz, was hier eher so ein bisschen grau aussieht, kommen wir dann gleich noch. Es werden dann auf der folgenden Seite Lokomotiven abgebildet, auf die diese Beschreibung nicht zutrifft. Es scheint also so, als ob es hier Abweichungen gegeben hat. Also es hat ganz sicher sächsische Lokomotiven mit schwarzer Rauchkammer oder mit einer andersfarbigen Rauchkammer gegeben. Allerdings scheint dies nicht einheitlich gewesen zu sein oder es ist etwas, was zeitlich bedingt ist, dass also zu bestimmten Zeiten es andere Vorschriften
bei der Sächsischen Staatsbahn gab, wo hier also möglicherweise eine grüne Rauchkammer lackiert wurde. Auch hier bei der 12H1, die erste sächsische 2C Schnellzuglokomotive, die ja, wo die Rauchkammer ja verkleidet war, hat also auch keine andersfarbige Rauchkammer bekommen. Ja, und dann haben wir diese Lokomotive, die sehr, sehr viele Fragen offen lässt, die allerdings nach dem Ersten Weltkrieg an die Sächsische Staatsbahn übergeben wurde. Und hier sehen wir eindeutig, dass wir hier einen andersfarbigen Tender haben, der möglicherweise schwarz war. Und dass wir hier eine Rauchkammer haben, die auch eine andere Farbe hat als der Kessel. Möglicherweise auch wieder mit einem Anstrich, der, vielleicht ein bisschen wärmebeständiger war als der der übrigen Lok. Und der, also auch wenn wir jetzt mal zurückdenken an die erste Zeichnung, ne, mit der späteren Baureihe 19, wo also die Rauchkammer grau dargestellt wurde, also könnte es natürlich sein, dass hier, eine graue Rauchkammer oder in einem anderen Grünton, also das werden wir wahrscheinlich dann nie erfahren, wie diese Lok ausgesehen hat. Auf jeden Fall wich sie stark von der Norm und von den Bildern der anderen sächsischen Lokomotiven ab. Die nächste Quelle ist die sächsischen Schnellzuglokomotiven von Jürgen U. Ebel, der also in seinem Buch schreibt, dass er also sein Wissen von diversen, auch im Buch namentlich genannten sächsischen Schnellzug- oder Lokexperten hat, die ihm auch geäußert haben, welche Farben damals üblich waren. Im Buch findet sich dann die Angabe, dass also das Grün, wir wollen uns ja hier vor allem auf das Rot des Fahrwerkes oder das Braun des Fahrwerkes und das Grün der Lokomotiven, also des Kessels und Führerhauses, ein bisschen konzentrieren. Da ist jetzt die Angabe, dass das eine Mischung aus Laubgrün, das wäre RAL 6002, und Kieferngrün, das wäre RAL 6028. Ich komme dann gleich nochmal dazu, weil ich die Farben dann mal zumindest im Computer miteinander gemischt habe. Ja, man sollte vielleicht auch beachten, dass der nächste Satz, also unter dem hervorgehobenen, dass also das Nitrolackierungen waren und die unter Einfluss von Poliermitteln wie Flitöl dunkler werden. Die Lokomotiven haben also ihren Farbton im Laufe ihres Lokomotivlebens geändert. Hierzu kommt noch, dass also die Zierlinien bei Anstrichen, die infolge von Hauptuntersuchungen dann erfolgt sind, also wenn die Lokomotiven neu lackiert wurden, sind diese Zierlinien nicht wieder angebracht worden. Das bedeutet, der größte Teil aller Lokomotiven in der Epoche 1 in Sachsen ist ohne Zierlinien herumgefahren. Hier ist dann auch nochmal, wird nochmal auf den Schwarzton eingegangen, ne? Die Rauchkammer, die Oberflächen vom Umlauf und Schürze vom Schornstein, die Zylinder vor- und Rückseiten, das Führerhausdach, ne? Das war aus Holz mit Teerpappe beschlagen und so weit vorhanden, der Kohlekostenaufbau des Tenders waren schwarz lackiert. Das muss ich allerdings sagen, geben die Fotos auch nicht immer her. Ne? Also die Rauchkammer schwarz war, das haben wir ja gerade gesehen, ist bei nicht wenigen Lokomotiven nicht erfolgt. Ja, und dann haben wir noch diesen Rot- bzw. Braunton. Es wird ja oft, es werden ja oft sächsische Lokomotiven mit einem braunen Fahrwerk dargestellt. Hier wird also ist also die Rede von einer Mischung aus Rubinrot, das wäre RAL 3003, und Verkehrsrot, das wäre RAL 3020.
Also die Lok Hegel im Verkehrsmuseum Dresden würde diesen Farbton durchaus realistisch wiedergeben. Ich weiß nicht, ob die inzwischen mal neu lackiert wurde. Die erscheint mir eigentlich relativ braun, also wie das preußische Braun. Ist aber so, naja, wenn sie irgendwo im Licht steht oder so, hat die so einen kleinen karminroten Touch. Ne? Das ist aber, glaube ich, nichts für Leute mit Rot-Grün-Schwäche. Also das ist auch schwierig, weil die Farbtöne ja auch jeder anders sieht. Deshalb muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, was die Beschreibungen angeht. Denn es sind ja meistens Männer, die das überliefern. Und es ist leider so, dass die Zahl an Leuten mit Farbenblindheit und gerade Rot-Grün, ne, bei Männern besonders häufig ist. Also es wäre besser, wenn diese Beschreibung eher von Frauen gemacht worden wären, dann wären sie glaubwürdiger, aber die gibt es halt so leider nicht. Ja, und hier ist dann noch ein Satz, ne, sogar die 1922, 23 schon unter der Ägide der Deutschen Reichsbahn hergestellten letzten 20 HV, ne, das ist die spätere Baureihe 19, besaßen noch die traditionelle Farbe, die für die Sediner Ausstellung 1924 bei der älteren Lok 20 HV Nummer 67 sogar noch erneuert wurde. Ja, und dann haben wir hier noch ein was zum Thema schwarz-rote Lokomotiven. Und hier, man achte auf die vorsichtige Formulierung, es ist anzunehmen, ne, dass wie in Preußen sogar 1916 hochoffiziell angeordnet, während des Krieges einzelne Lokomotiven in Schwarz-Rot umlackiert werden mussten, wenn der bisherige Anstrich zu schlecht geworden war. Die äußerliche Pflege der Lok durch Lokputzer und Heizer war ja bereits kurz nach Beginn des Krieges eingestellt worden. Und dann haben wir hier noch einen Satz, der einiges auch wieder über den Haufen wirft. Na, als Vorstufe der Umzeichnung auf einheitliche Reichsbahnnummern entfernte man 1924-25 meist die Eigentumsschilder und versetzte die Fabrikschilder an die Zylinderseiten. Gleichzeitig begann man damit, die Lokomotiven nur noch schwarz-rot zu lackieren. Die Umzeichnung auf Reichsbahnnummern zog sich vom Herbst 1925 bis Mitte 1926 hin, wobei alle hier besprochenen Schnellzuglokgattungen bis auf die 10V Messingschilder erhielten, letztere nur noch Farbaufschriften. Ja, hier weiß ich nicht so richtig, denn die Regelung zu dem Anstrich kam eigentlich erst 1926 und nicht davor. Also ich weiß nicht, ob dich da die Kollegen da wirklich korrekt an die Jahreszahl erinnert haben. Ich habe also hier so meine Zweifel, dass das korrekt ist. Ich habe jetzt, was die angegebenen RAL-Töne, ne? Also RAL 6002 und 6028 für das Grün und 3003 und 3020 für das Rot mal, naja, Farbvorläufe berechnen lassen mit Photoshop. Und unser Farbton für die Sächsischen Staatsbahnen, also für die Loks der Sächsischen Staatsbahn, wären hier quasi jetzt genau in der Mitte. Na? Ich habe dann oben drüber sozusagen die preußische Farbgebung. Da habe ich also auch aus dem Internet das herausgezogen und habe das hier mal so gegenübergestellt. Also laut diesem Buch wäre die Farbe der sächsischen Lokomotiven ungefähr so, wie ich es jetzt hier dargestellt habe. Aber es gibt da noch ein bisschen was zu bedenken und das sehen wir gleich. Ich habe nämlich mal das RAL 6008 der preußischen Staatsbahn gegoogelt und wir sehen hier, dass hier auf verschiedenen Seiten diese Farbe doch völlig unterschiedlich dargestellt wird. Woran liegt's? Ja, Scanner, ne? Also man hat es wahrscheinlich von der Farbtafel eingescannt und die Scanner sind alle zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Das heißt also, wenn ich jetzt die Farben,
der sächsischen, also die angegebenen Rollfarben, ne, aus dem Internet rausziehe, dann kann ich mich ja entscheiden, was ist die richtige. Ne? Also das ist natürlich auch noch ein Punkt, wo es eventuell noch deutlich abweichen könnte. Ja, die nächste Quelle, wobei das eigentlich alles keine Quellen sind, was wir jetzt bisher hatten. Das sind alles eigentlich Zusammenfassungen. Aber für dieses Video ist es natürlich eine Quelle. Ne? Das ist wahrscheinlich die wichtigste Quelle überhaupt. Das ist eine Internetseite der, also nicht der Königlich Sächsischen Staatseisenbahn, sondern zum Thema der Königlich Sächsischen Staatseisenbahn. Dahinter steht eine Person, die also auch im beim Diener zitiert ist, nämlich, da haben wir hier Niels Mohr, haben wir mal kurz aufs Impressum geklickt. Und wir fangen hier mit auch einer wichtigen Frage an, die er hier auf seiner Seite hat, nämlich die Quellenkunde. Das, naja, wenn man sowas diskutiert, ne, die Quellenkunde, was man das hier also, sagen wir mal, professionell und wissenschaftlich an diese Sache rangegangen wird. Weil man natürlich bei allem, was man so postuliert, auch immer sagen muss, wo liegen mögliche Fehlerquellen. Und das ist eben sehr wichtig, dass man jetzt sich nicht hinstellt, das mache ich ja auch nicht, und hier irgendwas vom Stapel lässt, was eigentlich gar kein, naja, wo es gar kein Hinterland gibt. Ne? Also wo es, was ich jetzt quasi hier irgendwo euch erzähle und wo es gar keine Fakten dazu gibt. Ne? Und es gibt natürlich Fakten, das sind diese Fotos und hier, das, ich werde das jetzt nicht im Einzelnen, sonst wird das Video zu lang, ne? Also im Einzelnen eingehen. Das ist eine Geschichte, die ihr euch dann bitte selber mal durchlest, wenn euch das interessiert. Also er hat also hier so diverse Probleme aufgeführt, die eventuell das Urteil beeinträchtigen können, wie hier zum Beispiel mal ein Foto von 2008, ne, mit verschiedenen Wagen, die also zu dieser Zeit und wahrscheinlich heute noch da rumstehen oder rumfahren. Und dazu eben das Schwarz-Weiß-Bild, wie das eben im Schwarz-Weißen aussieht. Es gibt diverse Bilder oder diverse nachretuschierte oder kolorierte Postkarten, na, wie diese hier, wo also ein eigentlich grauer Wagen wie dieser, na, ein Güterwagen, der ist eben grau gewesen, na, und nicht grün, der war nie grün. Also ein sächsischer Güterwagen, na, der hier hinten ist grau, na, und hier haben sie grün angemalt. Das ist also auch immer schwierig, wie wird das eben dann beurteilt. Und dann ist eine ganz wichtige Sache, und zwar gibt es verschiedene Techniken oder verschiedene Fototechniken. Na, also wir haben ja zum Beispiel, hat nun jetzt nichts mit Eisenbahn zu tun, ist auch ein sehr schönes Beispiel, na, die beiden Flugzeuge mit zwei verschiedenen Filmtypen aufgenommen, einmal mit panchromatischen Film und einmal mit orthochromatischen Film. Und man sieht, dass hier auf dem Schwarz-Weiß-Bild die Farben völlig anders wiedergegeben werden. Na, also wir haben hier dieses, na, nennen wir es mal Logo, na, der britischen Luftwaffe. Da haben wir hier außen einen blauen Ring. Na, sehen wir hier, blauen Ring ringsrum. Hier ist orange, ich kenne es eher in gelb. Und innen roter Punkt. Na, und auf allen beiden sind es völlig unterschiedlich. Also hier wird man eher sagen, ne, innen blau und außen rot, das wäre dann wahrscheinlich eher ein französisches Flugzeug. Na, ist es aber nicht. Auch hier die Farben vertauscht. Also das sind auch so Punkte, wo man ganz vorsichtig sein muss, wenn man von irgendwelchen Schwarz-Weiß-Bildern auf die richtigen Farben schließen will. Na, also das ist so eine Geschichte. Ja, schauen wir mal zu den Lokomotiven. Wir lassen jetzt mal die ganz alten weg. Wir haben hier wieder diese Quellen, die wir also schon beim Diener hatten, die allerdings, wie gesagt, da wahrscheinlich eher von hier stammen. Und wo also beschrieben wird, ne, also hier ist die Rede von, ne, dunkelgrün. Und ja, und das ist halt
ist halt schwierig, ne? Also dunkelgrün kann sehr, sehr viel sein. Ja, hier haben wir auch wieder eine Lok, wo es nicht so aussieht, als ob das eine schwarze Rauchkammer hat, weil quasi die ganze Lok irgendwie eine einheitliche Farbgebung hat. Ich finde es auch immer sehr bemerkenswert, aber das kann eben auch an den verschiedenen Filmen liegen, ne? Hier haben wir ein relativ dunkles, also dunkle Räder, dunkles Fahrwerk. Und wir haben jetzt auch schon Bilder gesehen, sehen wir gleich noch, wo es also sehr hell ist, hier auch wieder dunkel. Und dann haben wir hier mal irgendwo die Werksaufnahmen. Hier ist es eben sehr hell, ne? Aber hier ist es eben auch so hell wie das eigentlich Grüne der Lok. Na, also das ist, also wer hier raus irgendwelche Farben rauslesen will, ne? Das Einzige, was man halt hier sieht, ne, es ist keine dunkle Rauchkammer. Na, hier ist die ganze Lok so dunkel, die könnte auch komplett schwarz sein, ne, so wie es hier aussieht. Ist er aber höchstwahrscheinlich nicht. Also es ist eben nicht so einfach, da irgendwas rauslesen zu wollen. Hier haben wir übrigens auch mal, na, die 20 HV, also die spätere 19. Na, also hier sieht es auch nichts nach einer dunklen Rauchkammer aus. Also das, hier haben wir dieses Bild, was wir schon am Anfang gesehen haben. Also es ist schwierig, es ist sehr, sehr schwierig und ich bezweifle auch, dass es wirklich immer einheitlich war. Ja, zum Schluss haben wir dann noch eine Diskussion in der Facebook-Gruppe Freunde der Königlich Sächsischen Staatseisenbahn Vorbild und Modell, wo ich mein Farbexperiment dann mal gepostet hatte. Und wo sich also eine sehr interessante Diskussion daraus entwickelt hat. Also Facebook ist ja sonst immer, naja, nicht so für Fakten und für tolle Diskussionen bekannt, aber hier in dieser Gruppe war das einfach mal so. Also wie ich es vorhin schon gezeigt habe, ich habe hier die preußische Farbgebung sozusagen mir aus dem Internet gezogen, habe dann hier da so eine sächsische Farbgebung daneben gestellt. Das hatte ich ja vorhin erzählt, wie das entstanden ist. Und wir haben dann über die Grün- und die Rottöne mal diskutiert. Und hier kam also ein, da gibt es einen René Curtis, der, sagen wir mal, recht fundiert oder überhaupt fundiert von diesen Farbtönen erzählt hat und der da auch ein bisschen einen anderen Ansatz hat. Und zwar nicht, wie könnte die Farbe ausgesehen haben, sondern aus der anderen Richtung. Welche Pigmente gab es denn? Wie teuer waren die? Und wie wahrscheinlich ist es, dass man diese Pigmente eingesetzt hat? Und da hat er seine Quellen vor allem aus England, die ja quasi die Erfinder der Eisenbahn sind und auch Einfluss auf die deutsche Eisenbahn hatten, unter anderem auch was die Farbgebung anging. Also es kann durchaus sein, dass man da in den deutschen Länderbahnen nach England geguckt hat und sich auch teilweise die Farben, wenn nicht aus England beschafft, dann zumindest dort abgeguckt hat. Und da haben wir hier eine sehr schöne Farbe, die nennt sich 540 Crimson. Und das ist eine Geschichte, die aus meiner Sicht für die Fahrwerke jetzt nicht so ganz unmöglich ist. Na, wir haben dann hier nochmal, also er hat das jetzt hier erklärt, na, das kann man sich dann das Video mal anhalten, sich das hier mal durchlesen. Dann haben wir hier noch einen Farbton, der ja, fast so ein bisschen schon wieder in das preußische Fahrwerksbraun geht, aber eben auch so ein bisschen den kleinen winzigen Blaustich hat, also so ins Karminrot. Das ist ja das, was ich jetzt für die sächsischen Farben da bevorzugen würde. Na? So, dann haben wir hier noch ein leuchtendes Rot, was also sehr teuer war.
weshalb man das in England nur sehr sparsam eingesetzt hat. Ja, hier dann nochmal zu dem Anstrich, ne? Also allgemein, wurden Lokomotiven angestrichen. Auch da, wer das jetzt interessiert, mal kurz das Video anhalten oder zu Facebook gehen in die Gruppe. Der Beitrag ist ein bisschen älter, allerdings ist da jetzt nicht so viel, dass man es jetzt gar nicht findet. Ne? So, hier habe ich noch was geschrieben und dann haben wir hier. Dann haben wir hier also eine Zeichnung einer Lokomotive, na, die also wieder ein sehr helles Grün ist, na, aber das ist halt jetzt eine Frage, inwieweit das jetzt relevant ist. Das ist, könnte man jetzt sagen, das, was ich immer hier Pico Länderbahn Gedächtnisgrün, was ich da immer so scherzhafterweise sage, das würde jetzt hier zutreffen. Ne? Wobei jetzt natürlich auch die Dome jetzt nicht grün sind, sondern schwarz. Also das ist schon wieder eine völlig neue Variante, die sich auch aus den Fotos jetzt nicht ergibt. Erstmal hier wieder Stelle finden, wo wir waren. So, dann haben wir hier so diverse Farbtafeln und deren Erklärung. Und jetzt suche ich irgendwie noch das Grün. Da ist es. Auch hier gibt es das diverse Grünfarben. Er nimmt also dieses Deep Brunswick Green für seine Lokomotiven und ich würde jetzt auch sagen, dass das auch wahrscheinlich nicht so weit weg ist, so von den Farben, die jetzt also in Deutschland auch verwendet werden, also außerhalb der preußischen Staatsbahn. So, ich habe dann mal dieses mit Brunswick Green bei mir hineinkopiert und man sieht, dass es auch nicht so weit. Bei mir ist ein kleines bisschen mehr Gelbanteil jetzt in der Farbe. Ja, und jetzt haben wir, jetzt muss ich mal noch einen Cut machen, weil das habe ich jetzt hier noch nicht gefunden. Das liefere ich jetzt gleich noch nach. So, nochmal als Ergänzung. Wir haben hier mal eine Übersetzung, ne, eine Google-Übersetzung oder eine Facebook-Übersetzung. Da heißt der grüne Schweinen, was auch immer das bedeuten soll. Also es sind grüne Mischungen, ne, na, wo ist es? Preußisch Blau und Chromgelb, ne, haben wir. Ja, ich hebe es mal so hervor. Na, das sind die beiden Pigmente, die also verwendet wurden, höchstwahrscheinlich, weil das die preiswertesten Pigmente waren, aus denen man dann diese Grüntöne herstellen konnte. Ja, hier haben wir dann noch eine Ergänzung, die ist hier ein bisschen weiter oben, das ist das hier. Und zwar ist das eine Palette von Schminkefarben, wo man also hier diesen Chrom-Grünton versucht hat, ein bisschen darzustellen. Hier muss man natürlich sagen, dass sie nicht die originalen Pigmente verwendet haben, sondern Pigmente, die sehr ähnlich sind. Und weil also die Originalpigmente ziemlich giftig sind, also die sind bestimmt auch nicht gesundheitsfördernd, wenn ich sehe, was hier so drin ist, aber die anderen waren wohl. Deshalb dürfen die scheinbar heute nicht mehr so in dieser Form angeboten werden. Ja, dann haben wir hier von einem sehr dunklen, aus meiner Sicht auch ein bisschen gelblichen Grün. Da ist mir ein bisschen rätselhaft, wie das hier so zustande kommt. Na, also so, ich würde das jetzt hier so als Mittelgrün bezeichnen. Und wenn es ein bisschen heller wird, dann haben wir hier schon wieder unser na, Pico Länderbahn Gedächtnisgrün. Na, das ist. Ja, das ist also auch im Bereich des Möglichen. Aber wenn natürlich die Lokomotiven als dunkelgrün bezeichnet werden, denke ich, dass das hier nicht in Frage kommt. Ja, liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, wir haben jetzt ein Fazit und das ist, ja, es gibt eine Tendenz, aber es gibt Argumente, die sich teilweise widersprechen. Es gibt Vermutungen, es gibt Thesen. Und während hier
ein paar Sequenzen vom Epoche 1-Treffen in Sturmtal laufen. Naja, es gibt kein abschließendes Bild, wo ich jetzt sagen kann, nehmt bitte Roll sowieso für grün und Roll sowieso für rot. Das wird wahrscheinlich möglicherweise ewig ungeklärt bleiben. Ich hoffe, dass euch das Video trotzdem Spaß gemacht hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und macht was draus. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann denkt über einen Daumen hoch und ein Abo des Kanals nach, wenn ihr das nicht schon gemacht habt.